Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum Pressekommentar, Pressestatement zum Artikel in der Starnberger Süddeutschen Zeitung, der zum Artikel von 13.01.2015. Sehr geehrte Damen und Herren von der Redaktion, Sie bringen heute im Artikel im Einsatz für den Gipfel den Bericht über die Vorbereitungen von Seiten der Polizei und Gerichte, auch im Landkreis Starnberg, zum G7-Gipfel Elmau. Dabei zitieren Sie Aussagen von Polizeiführungskräften, die sich besonders auf den Einsatz gegen die Demonstranten vorbereiten. Im Tenor dieser Aussagen geht hervor, dass diese Kräfte immer von Störern und Rechtsverletzern aus den Reihen der Demonstranten und Kundgebungsteilnehmern ausgehen. Hier ist besonders darauf hinzuweisen, dass dieser Personenkreis von seinen Grundrechten Gebrauch macht. Ebenso, dass es in der Vergangenheit auch Übergriffe von Seiten der Polizei gab. Die Veranstalter des G7-Gipfels Stopp G7 Elmau erwarten, dass die Polizei und Sicherheitskräfte sich in gleicher Maße für Demonstrations- und Kundgebungsteilnehmer einsetzen, wenn deren Rechte durch Übergriffe gleich von welcher Seite verletzt werden. Michael Riesch, Sprecher für das Bündnis Stopp G7 AG Presse sowie Beauftragter des Kreisverbandes Starnberg, Die Linken. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.